Volker und ich stelle euch jetzt den Weimar Amp vor. Das ist ein Nachbau des Fender Tweeds aus den 60ern. Mit zwei Vor- und drei Endstufen und er klingt fantastisch. Uns mal die Features erklären. Dieser Amp hat zwei verschiedene Channels, einer für Bright und einer für Normal. Er kann verdammt laut werden. Verdammt laut. Und er hat auch einen Tone-Up. Man kann von ganz stumpf zu sehr definiert gehen. Das ist mein Pedalboard, das ist komplett portabel, das BCB60. Mit allem, was große Gitarristen so brauchen oder große Gitarristen benutzt haben. Das ist ein Wawa. Dann haben wir ein Volume Pedal. Ein Octavio. Wir können dazu noch einen Overdrive hinterschalten. Volume runter. Ein bisschen leiser. Dann haben wir noch, wie gesagt, ein Overdrive hier. MDV3 von Fulltone. Okay. Und das ist sowas wie ein Uni-Vibe mit verschiedenen Stärken. Kann man verstellen. Das ist perfekt, um den Angel-Sound herzukriegen. Verschafft den ganzen Sound noch ein bisschen tiefer. Genau. Was wolltest du nur? Man kann nämlich mit diesem tollen Gerät hier einen Loop aufnehmen und mit den tollen Einstellungen hier kann man dann sich selbst begleiten. Ich demonstriere mal kurz, was ich meine. Thank you.
kann man mit diesem Gerät eine Basslinie einspielen. Und so weiter. Also das gesamte Paket, um sich selbst zu begleiten und eine Loop zu bauen, auf die man immer wieder aufbauen kann, um dann auf der Straße zum Beispiel oder im Konzert auch seine eigene Band zu bauen. We'll be right back.
Paket. Reverb, Overdrive, Fuzz, Univibe, Delay, Octavio, Volume Pedal, Wah-Wah. Und ein Tuner. Das und jetzt schalte ich mir eben auf die andere Gitarre rum und spiele ein paar Chords. Also das noch ganz kurz zur Gitarre. Das ist eine Fender Selbstbau quasi. Der Korpus wiegt 1,5 Kilo. Der Hals ist gescalloped, das heißt er erlaubt schnelles Spielen. Die Tuner sind Schaller Locking Tuners. Sie halten die Stimmung sehr stark. Die ganze Mechanik, das alles wurde nochmal gesetupt von Colin Bloxham aus Musikhaus Berlin, Just Music. Und der Gurt ist ein Elastogurt mit Schaller-Locking Clips, damit das niemals runterfällt, wenn es nicht soll. Okay, dazu. Die nächste Gitarre ist eine Epiphone Les Paul Model, sehr viel weicher im Klang. Okay. Man hört schon, dieser solide, weiche, runde Sound. An dieser Gitarre ist, dass sie so viel Bends wie ihr machen wollt. Das ist vollkommen egal, es wird immer in Tune bleiben. Weil es eine wirklich Hardtail Bridge ist, also eine sehr stabile Stimmung. Was man wirklich nicht bestreiten kann bei dieser Gitarre, ist einfach die Schönheit, der feine goldene Lack und die Reflexion der Farbe gefallen mir sehr. Nachbau der besseren Art mit einem Tremolo. Eine sehr gute, schon mehr als Einsteiger-Gitarre. Mit einem sehr verlässlichen Tremolo.
Thank you.